world's first heart transplant has been performed. Medical history has been made in South Africa. Wir müssen erst noch die Schläuche entfernen. Dann kann er reden. Er ist bei Bewusstsein. Eines Tages klopfte jemand an meine Tür und fragte, wussten Sie, dass damals ein Schwarzer bei der ersten Herztransplantation dabei war? Damals erfuhr ich, dass Hamilton nicht mehr arbeitete und von einer Rente als Gärtner lebte. Sprechen wir von der Transplantation. Haben Sie persönlich das Spenderherz herausgenommen? Look, I. Ich hab's entnommen. Remove it. Only because the law. Nur wegen der Gesetze dieses Landes hatte ich nicht die Erlaubnis, es selbst zu tun. Und nun bin ich froh, dass die Wahrheit endlich heraus ist. Das bin ich mit Chris. Ich wusste immer, dass in Chris Barnard eine große Story steckte. Und ich wollte derjenige sein, der sie erzählt. Diese Geschichte musste erzählt werden. Die Frauen liebten ihn. Er hat so viele Menschenleben gerettet. Eigentlich hat er mir einen Gefallen getan, dass er gestorben ist, bevor ich meinen Film machen konnte. Denn jetzt kann ich Geschichten erzählen, die er nicht mehr absegnen muss. Es gibt also in jeder Tragödie etwas Gutes. Chris ist in Beaufort West aufgewachsen, einer typischen Burengemeinde in der Karoo-Wüste. Sein Vater war Pfarrer für Farbige und Schwarze. Chris hat den Blasebalg der Orgel betätigt, seine Mutter war die Organistin und sein Vater der Prediger. Mein Vater war zwar arm, aber nicht unglücklich. Die Armut hatte mehr mit den beiden Kirchen zu tun, die es während der Apartheid gab. Die Dutch Reform Church für die Weißen und die sogenannte Sindelung Kerk, die Missionskirche für die Farbigen, der mein Großvater angehörte. Die Pfarrer der Dutch Reform Church waren ziemlich wohlhabend. Seine Familie war es weniger. Es hatte also mehr mit diesem Unterschied zu tun. He had a difficult childhood.
Er hatte eine schwierige Kindheit. Die weißen Kinder nannten ihn ein Kafferbutti, also ein Bruder der Schwarzen. Das mochte er eigentlich nicht. Es passte ihm gar nicht und er kam oft weinend nach Hause. Aber seine Mutter hat ihm den Rat gegeben, eins muss dir immer klar sein, mein Junge, wenn du dich auf einen Wettlauf einlässt, dann musst du der Erste sein. Egal was du machst, du musst der Erste sein. Nur so kannst du sie zum Schweigen bringen. Und wie die Geschichte gezeigt hat, war er der Erste. Damals war Naki der Erste unter uns, der Mutigste von allen. Derjenige, der überall durchschlüpfte und dem etwas gelang, was zu der Zeit nicht einfach war. Das haben wir an ihm geliebt. So wie ich das sehe, war Naki kein gewöhnliches Kind. Wäre es damals möglich gewesen, hätte er sicher studiert und er wäre jemand Wichtiges geworden. Seine Eltern waren nicht arm, sie hatten viel Vieh. Es gefiel ihnen eigentlich nicht, dass er zur Schule ging. Sie hatten wohl Angst, die westliche Bildung würde ihn verderben. Aber obwohl sie von ihm erwarteten, dass er auch Bauer wird, haben sie ihm erlaubt, zur Schule zu gehen. Sie wussten, dass er für etwas Besonderes bestimmt war. Hamilton ist in einem kleinen Dorf in der Transkei aufgewachsen. Bei gewissen Ritualen wurde geschlachtet. Hamilton hat mir erzählt, wie fasziniert er war, wenn sie eine Ziege geschlachtet haben. Das hat ihn wirklich gefesselt. Als er dann die Gelegenheit bekam, im Tierlabor zu arbeiten, hat's wohl bei ihm Klick gemacht. Er war sehr mutig. Er hat alles ausprobiert. Er kannte überhaupt keine Angst. Er hat's einfach getan. Deshalb haben wir ihn auch den Wagemutigen genannt. Er ist immer einfach ins kalte Wasser reingesprungen, ohne lange zu fackeln. Jedes arme Kind muss sich durchschlagen. Chris musste in einer Kleinstadt ums Überleben kämpfen, wo die meisten weißen Jungen gegen ihn waren. Er war ein hervorragender Schüler. Vielleicht kam da die Liebe zur Medizin her. Chris
Chris liebte Geld, weil er als Kind arm war. Deswegen ist er Arzt geworden. Nicht um ein berühmter Chirurg zu werden, sondern um seine Familie zu unterstützen. Wir sind dann später weggezogen zu Leuten, die in einer Barackensiedlung bei Kapstadt lebten. Das waren Männer von hier. Wir suchten dort Arbeit. Damals war es üblich, dass diejenigen, die schon Arbeit haben, denjenigen unter die Arme greifen, die noch keine gefunden haben. So lange, bis die Neuankömmlinge selbst etwas fanden. Die National Party kam 1948 an die Macht. Aber die Apartheid ist nicht erst damals entstanden. Das war lange vor 1948. Vorher nannte man es einfach Rassentrennung. In Kapstadt haben wir uns nach der Arbeit immer einen Brei gekocht und mit saurer Milch gegessen. Unser Leben sah folgendermaßen aus. Wir haben geschlafen, sind aufgestanden, zur Arbeit gegangen, zurückgekommen und haben alten Brei vom Vortag gegessen. Jeden Tag das Gleiche. Am Wochenende haben wir beim Schlachter Rinderköpfe gekauft, damit wir auch mal Fleisch zu essen haben. Wir haben das Fleisch draußen gekocht, über Feuer in leeren alten Ölfässern. Ich habe damals als Bure und als Nationalist gedacht, es würde klappen. Ich habe geglaubt, die getrennte Entwicklung würde funktionieren. Chris, Herkunft und Sprache waren durch und durch Afrikaner. Er war ein echter Bure. Ich mochte Chris wirklich. Es war eine richtige Männerfreundschaft. Wir gingen zusammen angeln, haben versucht, am Strand Mädchen aufzureißen. Das war ein Fulltime-Job. Er spielte Ukulele und ich Gitarre. Wir haben dreckige Lieder zusammen gesungen. You the lace and my tacky, you the captain and crew, you to me a necessity. Oh honey, I'll be lost without you. Ba-ba-da-doo. Meine Mutter war sehr diszipliniert, aber im positiven Sinne. Mein Vater war eher locker drauf. Ich glaube, die beiden haben sich gut ergänzt und von der Welt des jeweils anderen profitiert. In den Zeitungen wurde damals viel über den jungen Dr. Bernard geschrieben. Er hat oft Kinder operiert und uns war sehr wohl bewusst, dass er Bedeutendes leistete. Er ersetzte zum Beispiel viele Herzklappen. Meine Mutter hatte diese Klappen gemacht, weil sie sehr gut nähen konnte. In vielen Familien setzt sich die Ehefrau abends hin und strickt für ihren Gatten. Mrs. Bernard, Sie scheinen etwas anderes zu tun. Was genau? Ich schneide für meinen Mann Herzklappen zu. Als junger Arzt ist er nach Amerika gegangen. Zunächst allein, dann sind meine Mutter, mein Bruder und ich nachgekommen. Wir sind auf einem alten Frachtschiff nach New York gereist, das weiß ich noch gut. Und meine Mutter fand es in New York furchtbar kalt.
Ich erinnere mich an die Zeit, als er hier in Houston mein Gast am Texas Heart Institute war. Hier ist Christian Barnard bei mir zu Hause in Houston. Das ist Barnard, das bin ich. Und das sind zwei meiner Töchter. Er war von meinen 5 schönen Töchtern sehr angetan. Aber ich habe nur gesagt, Finger weg. Schon mit 48 Jahren genoss Dr. Cooley Weltruhm als innovativer Chirurg, noch bevor er eine Transplantation gemacht hatte. Ich erinnere mich daran, wie intelligent und wissbegierig er war. Er wollte genau wissen, wie hier alles läuft. Er hat aufrichtig bewundert, was wir in unserem Krankenhaus gemacht haben. Denton Cooley arbeitet in ausgesprochen lockerer OP-Atmosphäre. Man plaudert, gibt sich ungezwungen und hört Musik. In unserem Krankenhaus haben wir eine einfache Form der Herz-Lungen-Maschine entwickelt und seit April 1956 eingesetzt. Und seitdem ist unsere Arbeit am offenen Herzen weltweit führend. Ich kam zufälligerweise genau in dem Moment nach Amerika, als es mit der Herzchirurgie losging und dass diese Universität dabei führend war. Um es kurz zu machen. Nach 2 Jahren hatte ich meinen Doktortitel und zusätzlich noch mein Chirurgendiplom. Nach Abschluss meiner Ausbildung wollte ich nach Südafrika zurück, um hier zu arbeiten. Als mein Professor davon hörte, rief er mich zu sich und sagte: Chris, wenn du nach Südafrika zurückgehst, brauchst du doch sicherlich eine Ausrüstung. Ich meinte, mit einer Herz-Lungen-Maschine wäre mir schon geholfen, dann könnte ich gleich loslegen. Hamilton hat im Garten des Krankenhauses gearbeitet. Aber an dieser Arbeit lag ihm eigentlich gar nichts. Er hoffte, im Krankenhaus selbst Arbeit zu finden. Und so ist er der Gartenarbeit tatsächlich entkommen. Eines Tages erzählte er uns, dass er Arbeit im Grote Schuhhospital gefunden hat. Wir haben ihn beglückwünscht und ihn für seine Schlauheit bewundert. Als er die Chance bekam, im Tierlabor die Käfige zu reinigen, hat er zugegriffen. Er dachte wohl, er würde mit Ziegen zu tun haben. Aber es waren Mäuse, Paviane und Ratten. Er konnte mit den Tieren einfach gut umgehen. Hamilton war ein sehr netter Kerl, immer freundlich und gut gelaunt. Er sorgte für eine fröhliche Atmosphäre im Labor. Hamilton hatte keinerlei medizinische Ausbildung, aber wir haben ihn angelernt. Ich setzte die Injektion, führte den Schlauch ein und fing an, den Hund zu beatmen. Damals gab es noch keine so schicken Narkosegeräte wie heute. Man musste zur Beatmung permanent einen Blasebalg betätigen. Und das war Hamiltons Aufgabe.
Damals war Laborarbeit ein wichtiger Teil der Chirurgenausbildung. Jeder Assistenzarzt und jeder Chirurg musste Lehrstunden im Labor absolvieren. Bei mir war das im Jahr 1958. Damals habe ich Chris Barnard kennengelernt. Wir fingen erst an, am offenen Herzen zu operieren. Die Herz-Lungen-Maschine war gerade eingetroffen. Und dabei habe ich auch alle Laborarbeiter kennengelernt. Der erste Hund ist gestorben, aber dann hatten wir eine Reihe von Erfolgen mit Hunden. Diese Maschine war für Hunde eigentlich nicht geeignet. Ich glaube, einige von uns kannten das eigentliche Ziel nicht. Barnard wusste sicher, was er wollte, aber wir anderen haben einfach operiert und die Technik verbessert. Es wurde schon mit der Idee gespielt, Menschenherzen zu verpflanzen, obwohl die Ergebnisse mit den Hunden noch nicht zufriedenstellend waren. Das war tägliche Routine. Schließlich gab es damals noch nicht diese Tierschutz- und Greenpeace-Leute wie heute. Heute kann man nicht mal mit Küchenschaben experimentieren, ohne einen Antrag zu stellen. Damals, da gab es noch nicht diese Tierschutzlobby. Da hat man sich einfach Affen oder Hunde gefangen und konnte damit forschen. Natürlich ging es darum, wer es als Erster schafft. Die Zeitungen haben darüber geschrieben. Dessen waren wir Ärzte uns bewusst. Wir wussten, die Amerikaner sind so weit. Aber wir hatten es ja auch schon selbst geprobt. Von einem Wettlauf wussten wir nichts. Wer die richtigen Bedingungen hatte, würde es einfach tun. Jeder wollte der Erste sein. Erster Mensch zu sein, dem eine Herztransplantation gelingt, wäre echt eine große Leistung. Damals durften wir uns nicht frei bewegen. Wir wurden ständig gefragt, wo ist der Stempel in deinem Pass? Woher kommst du? Man musste seinen Hintern bewegen und war ständig auf der Flucht. So, als ob man was gestohlen hätte. Mein Vater hat es uns Kindern nie erlaubt, ihn auf der Arbeit zu besuchen. Er hatte Angst, dass man sagen könnte, wir würden stehlen. Deshalb haben wir uns nie dahin getraut. Sie haben auf uns geschossen. Wir haben gestreikt und sind nicht zur Arbeit gegangen. Ich erinnere mich speziell an einen furchtbaren Tag. Die Polizei hat auf uns geschossen. Und auf einmal zischte eine Kugel an meinem Ohr vorbei, als ich zum Bahnhof von Langa gelaufen bin. Es waren schwere Zeiten. Man hat uns geprügelt und auf uns geschossen. Viele sind ermordet worden.
Ich hatte eine herrliche Kindheit. Ich hatte das Glück, viele wundervolle Urlaube mit meinem Vater zu verbringen. Er hat mir beigebracht, wie man Wasserski fährt. Mein Vater war ein sehr lockerer Mensch. Er konnte natürlich auch streng sein. Und dann wusste man genau, woran man bei ihm war. Aber in kürzester Zeit hat sein Sinn für Humor diese Strenge wieder ausgeglichen. Wir haben oft im Tierlabor darauf gewartet, dass er uns nach der Schule nach Hause fährt. Wir waren oft da und haben die Experimente und Operationen gesehen. Und so habe ich auch Hamilton und die anderen Leute kennengelernt, die da gearbeitet haben. Seit ich da war, habe ich mit Hamilton Narki zusammengearbeitet. Wir waren mittwochs und freitags im Forschungslabor. Er faszinierte mich, weil er immer so elegant gekleidet zur Arbeit kam. Er sah aus wie ein echter Gentleman mit seinem Anzug, seinem Hut und seiner Aktentasche. Hamilton hat Professor Barnard im Forschungslabor oft assistiert. Er hat die Narkose eingeleitet und dann hat er den Brustkorb des Tieres geöffnet. Er nannte Professor Barnard der große Mann. Hamilton war ein ausgezeichneter Laborassistent. Wenn er einem Hund das Herz eines anderen einsetzte, dann leckte das Herz nie. Wenn Chris es machte, blutete es. Er musste es immer noch einmal machen. Seine Begabung im Umgang mit Tieren und seine Loyalität gegenüber Barnard. Diese beiden Eigenschaften zusammen hatten Auswirkungen auf die erste Herztransplantation. Ich habe mal ein Foto gesehen, wo Hamilton einen Hund operiert und Chris hinter ihm steht und bei der Arbeit zusieht. Chris Barnard was behind him watching Hamilton work. Chris could see it that Chris konnte sehen, dass die Transplantation klappen würde. Hamilton operierte und Chris hat zugeschaut. Ich weiß natürlich nicht, was ihm dabei durch den Kopf ging. Aber er konnte ganz sicher erkennen, dass Hamilton wusste, wie es geht und dass es klappen würde. Eines Tages hat Professor Barnard uns gesagt, jetzt bereiten wir eine Herztransplantation beim Menschen vor. Er bat uns, es für uns zu behalten. Er sagte, es kommt nur auf zwei Sachen an. Der Empfänger muss wirklich sehr krank sein und der Spender muss ein Weißer sein. Es war an einem Samstagabend gegen 23 Uhr. Das Telefon hat geläutet und ich wusste, heute Nacht ist es soweit. Die Operation begann gegen 1 Uhr nachts, und zwar in zwei OP-Sälen gleichzeitig. Professor Barnard hat den Empfänger geöffnet, ihm einen Bypass gelegt und das Herz herausgeschnitten. Gleichzeitig hat nebenan ein anderer Chirurg gearbeitet und das Spenderherz herausgeholt. Es gab einen Unfall, der schlimm hätte enden können. Er hat zum Assistenten gesagt, geh zur Bypassmaschine und fang an zu pumpen. Klammere die Hauptschlagader. But
Was er nicht gesagt hat, war Herz-Lungen-Maschine abstellen. Also hat die Maschine 5 Liter Blut in der Minute reingepumpt. Natürlich wurde der Druck zu groß und der Schlauch ist an der Verbindungsstelle gerissen und hat überall im OP-Saal Blut verspritzt. Wir waren starr vor Schreck. Uns blieben keine 2 Minuten mehr, um den Schlauch wieder anzuschließen, die Luft rauszupumpen und den Patienten wieder an die Herz-Lungen-Maschine zu legen, bevor er Hirnschäden davontragen oder sterben würde. Professor Barnard blieb völlig ruhig und hat eiskalt seine Anweisungen erteilt. Anschließen, Luft ablassen, Pumpe abstellen. Und dann hat er die Verbindungen wiederhergestellt und hat gesagt, auf Bypass gehen und Patienten runterkühlen. Ich weiß noch, wie erstaunt ich war, als ich zum Kopf des OP-Tisches ging. Ich konnte in diese offene Brust reinschauen und da war kein Herz. In der Brust war nur ein klaffendes Loch. Das Herz war draußen. Alles, was den Patienten am Leben hielt, war nur diese Maschine, die das Blut durch seinen Körper pumpte. Professor Barnard hat das Herz eingenäht, der Patient wurde wieder aufgewärmt und ganz langsam hat das Herz wieder Lebenszeichen von sich gegeben. Da hat er sich herumgedreht und gesagt, es wird funktionieren. Die erste Herztransplantation erfolgreich durchgeführt. Südafrika hat Medizingeschichte geschrieben und beherrscht weltweit die Schlagzeilen. Selbst sowjetische Ärzte sprechen von einem dramatischen Durchbruch. In 5 dramatischen Stunden wurde das Herz von Miss Denise Darval, die bei einem Autounfall gestorben war, in den Körper von Louis Washkansky übertragen, einem 53-jährigen Geschäftsmann mit unheilbarem Herzleiden. Natürlich haben wir alle Dr. Barnard darum beneidet, dass er der Erste war. Aus heutiger Sicht gab es damals in Amerika mehrere Chirurgen, die nur darauf warteten, eine Herztransplantation durchführen zu können. Über Nacht hat sich die ganze Welt für uns interessiert. Ich weiß noch, wie ich zur medizinischen Fakultät kam und Chris Barnard mir mit so einem Packen Telegramme entgegenkam. Er hatte keine Ahnung, was er damit anfangen sollte. Es war alles zu viel für ihn. Wir Studenten sind alle hingerannt, obwohl es verboten war. Wir wussten ja, wo er lag. Wir haben ihn unter seinem Sauerstoffzelt gesehen und konnten es nicht fassen, dass das Herz von jemand anderem in seiner Brust schlug. Wir waren zwar alle Mediziner, aber es hat uns doch ziemlich umgehauen. Mir wurde eine zweite Chance geschenkt. Das ist mein Glück. Südafrika hatte damals einen verdammt miesen Ruf. Die Welt behandelte uns wie Aussätzige. Wir waren der Skunk in der Welt. Wir brauchten es. Wir brauchten etwas Besonderes. Und als Chris die erste Transplantation machte, konnten wir aufstehen und sagen, da, nun seht ihr, wozu wir Buren fähig sind. Wir haben zwar diesen schrecklichen Ruf wegen der Apartheid, aber schaut euch mal an, was wir können. Der Triumph währte nicht lange. Louis Washkansky bekam eine Lungenentzündung.
Die Medikamente gegen die Abstoßung des neuen Herzens machten ihn wehrlos. Verzweifelt versuchten Barnard und sein Team, ihn zu retten. Siehst du? All das zur selben Zeit. Und dann ist er auch noch krank geworden. Es sind doch ständig Leute in Waschkanskis Zimmer marschiert. Selbst der Gouverneur durfte ihm gratulieren und die Hand schütteln. Die haben die Bazillen reingeschleppt und der arme Kerl hat sich angesteckt. Selbst Kameramänner wurden auf die Station gelassen zum Filmen und Fotografieren. Nach wenigen Tagen ist er gestorben. Aber sie haben ihre Lehre daraus gezogen. Transplantationspatienten müssen ziemlich lange isoliert werden. Er war am Boden zerstört, als Waschkanski starb, weil es ihm anfangs doch so gut ging. Er konnte sprechen und nannte Professor Barnard den Mann mit den goldenen Händen. Der Hype war damals so riesig, dass er nur weitermachen und den nächsten operieren konnte. Am 2. Januar 1968 wurde der südafrikanische Zahnarzt Dr. Philip Bleiberg in den Operationssaal des Grote Schuur-Hospitals gerollt. Der todkranke Philip Bleiberg war Dr. Barnards nächster Transplantationspatient. Freuen Sie sich auf die nächste Station? Ich freue mich eher auf das Ende der Operation. Nur wenige Momente später hat das Operationsteam von Dr. Christian Barnard sein Herz aus seinem Körper entfernt und durch das Herz von Clive Hook ersetzt. Zum zweiten Mal innerhalb eines Monats hat Dr. Barnard die sogenannte ultimative Operation durchgeführt. Kapstadt war bis dahin sicher einer der letzten Orte der Welt, von denen ich in Sachen Herzchirurgie etwas auch nur annähernd so Spektakuläres erwartet hätte. Der Begriff des Hirntodes war damals in unserem Land weder definiert noch allgemein anerkannt. Und so hat Barnard die Möglichkeit aufgezeigt, das Herz von einem Hirntoten zu nehmen. Und hat damit uns anderen Herzchirurgen den Weg gewiesen. Monatelang blickt die Welt auf das Grote Schuur-Hospital. Bald wird der berühmteste Patient entlassen. Ich freue mich auf das Meer und das weite Land. Ich war fast 3 Monate eingeschlossen. Weil sie einen Blick auf ihn werfen wollen, suchen diese Leute das Auto, das Dr. Bleiberg fortbringen wird. Professor Barnard, Leiter des Teams, das die Welt begeistert hat, verabschiedet sich. Ein Händedruck beendet eines der aufregendsten Kapitel der Medizingeschichte. Es war eines der aufregendsten Ereignisse des 20. Jahrhunderts.
Es war schon schwer vorstellbar, wie man ein schlagendes Herz einem Hirntoten entnehmen und in einen anderen verpflanzen konnte. Aber wie sollte der Arzt den Mut aufbringen, einem Lebenden das schlagende Herz herauszuschneiden? Bei einem Fehlschlag wäre er sehr scharf kritisiert worden. Als wir hörten, dass ein Herz verpflanzt werden kann, lebten wir weit entfernt vom Krankenhaus in einer anderen Welt. Ich wusste nicht, dass es möglich war, und ich kann es bis heute nicht begreifen. Wie machen die das? Wie nehmen die ein Herz heraus und setzen es wieder ein? Wie schließen sie es an? Mein Vater hatte in diesem Krankenhaus auch mit Herzchirurgie zu tun. Aber er war ein Schwarzer. Deshalb wurde sein Beitrag damals nicht berücksichtigt. Und er erfuhr nicht die Ehrung, die er verdient hätte. Ein anderer erhielt dafür die ganze Anerkennung. Er sagte mir, dass er mit Chris Barnard arbeitet und dass sie die Leute operieren. Ich hätte Angst davor, sowas zu tun. Ich fragte ihn, woher er wüsste, wie man die Leute aufschneidet, wo er doch nie studiert hat. Er sagte, er hätte alles so lange genau beobachtet, bis er es selbst konnte. Sind all diese Leute, die bei der Operation des Hundes helfen, studierte Ärzte? Nein. Nehmen Sie zum Beispiel Herrn Hamilton Naki. Er arbeitet seit ungefähr 9 Jahren hier. Seine eigentliche Stelle ist Laborassistent. Ein Großteil seiner Arbeit besteht darin, die Instrumente zu reinigen, Nachrichten weiterzuleiten und ähnliche Sachen. Das Apartheid-Regime hat die schwarze Bevölkerung systematisch unterdrückt. Mein Vater hat niemals den Ruhm und den Lohn erhalten, den er verdiente. Das Apartheid-Regime wollte, dass die Schwarzen für dumm gehalten werden. Was war das für ein Gefühl, als Sie Ihren Mann zum ersten Mal auf einer Titelseite gesehen haben? Ich habe ihn immer als ganz normalen Mann gesehen. Jetzt denke ich, er sieht ganz gut aus. Er war ein Mann und ein echter Frauenheld. Frauen liebten ihn und er liebte Frauen. Chris ist früher nur in alten Anzügen und Schuhen rumgelaufen. Sobald er die niederen Ränge verlassen hatte, gab es für ihn nur noch italienische Designeranzüge und Schuhe. Alles nur vom Feinsten. Er hat sich aufgeführt wie eine 18-Jährige, die die Miss World-Wahl gewonnen hat. Er konnte nicht damit umgehen. Einmal sollte er in Dallas einen Vortrag vor 1000 Ärzten halten. Und seine Frau Loki hat ihn begleitet.
Gina Lollobrigida. Er hatte gerade einen glühenden Liebesbrief von Gina Lollobrigida bekommen. Diesen Brief hat er gehütet und in seiner Aktentasche aufbewahrt. Als er schon im Vortragssaal stand, fiel ihm auf einmal ein, dass seine Dias noch im Hotelzimmer war und dass er den Brief in seiner Aktentasche vergessen hat. Also hat er sich entschuldigt und ist mit dem Lift auf sein Zimmer hochgefahren. Und als er hineinkam, stand Loki schon mit Gina Lollobrigidas Liebesbrief in der Hand auf der Fensterbank. Sie wollte springen. Er hat sich entschuldigt, sich die Dias geschnappt, ihr den Brief aus der Hand gerissen und ist wieder runtergerannt. Chris sagte mir, stell dir vor, du hältst einen Vortrag vor 1000 Ärzten und hast mit einem Auge immer das Fenster im Blick, weil du darauf wartest, dass da jemand runtersaust. Wie kann man einen Vortrag halten, wenn die Ehefrau gerade aus dem 20. Stock springen will? Ich war todunglücklich, als sich meine Eltern scheiden ließen. Bei all diesem Medienrummel gehörte mein Vater plötzlich der ganzen Welt. Und auf einmal wurde alles anders. Damals habe ich meinen Vater an die Welt verloren. Als er Barbara geheiratet hat, war sie 18 Jahre alt und er war über 50. Sie war eine der schönsten Frauen Südafrikas, ein berühmtes Mannequin. Und sie hatte Geld. Sie war ein guter Fang. Aber er konnte nicht mit ihr Schritt halten. Ich war schockiert, als ich nicht zur Hochzeit eingeladen wurde. Er hat sich von seinen alten Kumpeln distanziert. Wir haben ihm schon übel genommen, wie er seine alten Freunde behandelt hat. Er hat uns spüren lassen, dass wir nicht mehr in der gleichen Klasse waren. Früher hat er sehr liberale Ansichten vertreten. Aber nach der Heirat mit Barbara hat sich das geändert. Ihr Vater, Fred Zöllner, war pro-nationalistisch. Und er hat Chris dazu gebracht, sich ihm anzuschließen. Chris wurde ein ziemlich radikaler Nationalist. Die beiden ersten Operationen waren gut verlaufen. Die Angehörigen der Organspender hatten ihre Einwilligung erteilt, aber nicht beim dritten Mal. Ihr Partner und die Verwandten waren nicht mal über ihren Tod informiert worden. Nicht mal das. Und sie haben das Herz zurückverlangt. Sie haben gesagt, es gehöre zu ihrer Kultur, dass man den menschlichen Körper ganz mit seinem Herzen beerdigt. Aber das war natürlich nicht mehr möglich. Die Reaktion in den Townships war verheerend. Wie ein Lauffeuer ging die Nachricht überall um. Geht nicht ins Grote-Schur-Hospital.
Die Ärzte da schneiden euch, ohne zu fragen, euer Herz raus, um Weißen das Leben zu retten. Und sie sind nicht mehr hingegangen. Ich bezweifle sehr stark, ob Chris Barnard das Herz eines weißen Organspenders ohne Erlaubnis entnommen hätte. Ich habe ihm gesagt, er spiele mit Dynamit. Er spiele mit politischem Dynamit. Mein Vater war immer gegen die Apartheid. Während der Apartheid musste es immer zwei Intensivstationen geben. Eine für weiße Patienten und eine für die Nicht-Weißen. Mein Vater hat gesagt, alle seine Patienten kommen auf dieselbe Intensivstation. Und es ist ihm völlig egal, ob die Krankenschwester schwarz, weiß, pink oder blau ist, weil er nur die besten Leute einstellt. Das hat damals eine riesige Kontroverse ausgelöst. Aber er hatte den Mut, zu seinen Überzeugungen zu stehen und die Verbote einfach zu übergehen. Das Entscheidende an meinem Vater war der Mut seiner Überzeugungen. Mir wurde viel Ehre und Lob zuteil für die erste Herztransplantation von Mensch zu Mensch in Südafrika. Meine Chirurgenkollegen, die hier zu meiner Rechten sitzen, wenn ich das richtig sehe, werden mir beipflichten, dass Chirurgen, die im Innern des Körpers arbeiten, wissen, innen sehen wir alle gleich aus. Davon bin ich absolut überzeugt. Sollte ich meine Arbeit in Kapstadt nicht fortsetzen können, werde ich sie woanders weiterführen. Ich bitte Sie deshalb, als gemischtrassige Organisation uns dabei zu helfen, diese Arbeit fortzusetzen, an die wir glauben. Okay, los. Hamilton Naki hat von erstklassigen Chirurgen gelernt, deren Hände er bei der Arbeit beobachtet hat. Er wusste um das Verhältnis von Zeit und Bewegung, weil er sehen konnte, wie man es macht. Wie man den Faden knüpft, wie es danach weitergeht, wie man die Instrumente wechselt und so weiter. Und das hat er sich angeeignet. Hamilton Naki war mein Lehrer. Und wir haben immer von gleich zu gleich miteinander geredet. Manche Leute hatten Probleme damit, die Worte eines Schwarzen zu akzeptieren. In solchen Situationen wurde Hamilton dann extrem unterwürfig. Ich glaube, Sie sollten die Leber so drehen, das macht die Anastomose leichter. Wenn der Typ dann überheblich wurde, oh nein, mein Junge, wir machen das immer so, dann hat Hamilton es noch einmal probiert. Aber Sir, ich glaube wirklich, Sie sollten... Aber wenn das auch nichts brachte, dann hat er es aufgegeben. Hamilton wusste, erstens wird dieser Chirurg sowieso Probleme kriegen und zweitens haben die intelligenten Männer und Frauen alle auf ihn gehört. Ich habe mal die End-zu-Seit-Anastomose einer Vene vernäht. Durch das Vergrößerungsglas der OP-Lupe sah es für mich so aus, als wäre da noch eine Lücke. Hamilton sagt zu mir, du kannst die Klammer lösen. Ich sehe die Lücke und sage zu ihm, aber ich muss die Lücke schließen. Darauf er, ich sag dir, mach's auf. Als wir die Klammer lösen, zeigt sich, dass er recht hatte, was ich mir überhaupt nicht erklären konnte.
Er hatte eben schon hunderte Anastomosen aufgehen gesehen. Er wusste ganz genau, dass das Ding ohne einen zusätzlichen Stich perfekt war. Er war eine so charismatische Persönlichkeit, dass er dort, wo er gelebt hat, eine eigene Klinik hätte führen können. Da bin ich mir sicher. Er wurde in eine Heilerfamilie hineingeboren. Diese Gabe hatte er von seinen Vorfahren geerbt. Deshalb war er in der Lage, Dinge auszuführen, die nicht alle machen konnten. Er hat viel in der Bibel gelesen. In der Kirche hat er nicht einfach nur da gesessen. Er ist richtig mitgegangen. Er hat sich auch immer weitergebildet. Ständig sah man ihn Zeitung lesen. Und wenn man ihn fragte, ob er sich dadurch nicht die Augen verderbe, sagte er: Nein, mein Kind, der Mensch muss lernen, bis seine Zeit vorüber ist. Hamilton war ein warmherziger, freundlicher Mensch. Er hat nie vorschnell ein Urteil gefällt, sondern die Leute so akzeptiert, wie sie waren. Er hatte viel Humor. Er war sehr religiös. Das spielte in seinem Leben eine große Rolle. Genauso wie Bildung. Das Baby in der Wiege ist meins. Ich habe sie damals mit ins Labor genommen und Hamilton hat geholfen, sie großzuziehen. Er besaß eine besondere Fähigkeit. Wenn wir operierten und die Kleine in der Wiege schrie, dann war er in der Lage, mit einer Hand ganz normal weiter zu operieren und dabei mit der anderen Hand die Wiege zu schaukeln. Er war sicher der einzige Chirurg der Welt, der sowas konnte. Es herrschte ein freundschaftlicher Umgang im Labor. Wir haben in den Pausen gemeinsam gegessen und geredet. Aber darüber hinaus haben wir nicht miteinander verkehrt. Die farbigen Studenten durften bei der Öffnung einer weißen Leiche nicht dabei sein. Nur bei der Entnahme von Organen und wenn die Leiche wieder ins Kühlfach kam. Es hat damals keine Möglichkeit für mich gegeben, einen Farbigen zu mir einzuladen. Alle hätten Probleme bekommen. Ich habe mich immer sehr schuldig gefühlt. Er hat so viel schlechter gelebt als ich und ich konnte nichts daran ändern. Als er in die Stadt kam, lebte er in einem sogenannten Einzelquartier für ledige Männer. Ganz sicher ohne fließend Wasser und ohne Toilette. Von hinten sahen die Quartiere aus wie ein Gefängnis. Ein großer Betonklotz mit einigen Fenstern. Die Ereignisse beim Aufstand von Soweto haben mich wirklich schockiert. Das war nicht in Ordnung, was da geschah. Ich hatte ein großes Problem mit der südafrikanischen Polizei. Nicht mit der Regierung,
aber mit den Polizeikräften. Die waren damals wirklich durch und durch korrupt. Aggressiv und korrupt. Chris pflegte mittlerweile einen kostspieligen Lebensstil. Die Regierung hatte den schlechtesten Ruf. Wenn du aus Südafrika kamst, ging schon der Daumen runter. Warum sollten sie also nicht jemanden dafür bezahlen, dass er ihr Image aufbessert? Er hat auf der Gehaltsliste der Regierung gestanden. In Form von Reisekostenerstattung. Also Unkosten, Hotels und solche Sachen. Das haben sie ihm sicherlich gezahlt. Und nur damit er im Ausland ihre Sprache spricht. Das war ihre Art, die frohe Botschaft der Apartheid zu verbreiten. Unglücklicherweise hat er Arthritis in den Händen bekommen und konnte nicht mehr länger operieren. Deshalb musste er die Chirurgie aufgeben. Und dann hat er mit anderen Aktivitäten angefangen, die nicht ganz der Ethik der Medizin entsprachen. Durch die Arthritis wurde die Tätigkeit des Chirurgen, also die Zange zu nehmen, die Nadel durchzuziehen und sowas, das alles wurde zur Qual für ihn. Deswegen hätte er ja beinahe schon Waschkanski umgebracht. Er hatte eine Schmerzattacke, als er ihn an die Herz-Lungen-Maschine anschließen wollte. Er hätte fast alles vermasselt. Und deswegen hat Hamilton die physische Arbeit für ihn gemacht. Chris stand hinter ihm und hat ihn angeleitet. Klar, dass Hamilton am Ende besser war als jeder andere. Er hat ja auch hunderte von Chirurgen ausgebildet. Any young surgeon who became a top consultant 80-90% aller jungen Chirurgen, die im Tierlabor des Haute Chaux Hospital ihre Ausbildung gemacht haben, sind durch seine Schule gegangen. Unter dem Laborpersonal gab es immer einen Aufstand, wer was macht, wer den Monitor überwacht, wer die Narkose setzt und so weiter. Aber Hamilton war der Boss. Worauf ich hinaus will, ist, der Zusammenhalt dieser Leute im Labor hat die Forschung erst ermöglicht. Über Narkose, über Nieren, Transplantationsforschung, Herzforschung, Leberforschung, Magenforschung. Es war phänomenal. Die halbe Welt kam nach Kapstadt, um zu sehen, wo Chris Barnard gearbeitet hat. Wenn man sich damals irgendwo als Chirurg bewarb, und sagen konnte, ich habe in der Chirurgie in Kapstadt gelernt, dann öffneten sich alle Türen. Man wusste, dass in Südafrika hart gearbeitet wurde und die Ausbildung erstklassig war. Ich hatte schon ein schlechtes Gewissen.
Als de Klerk sagte, ein Mensch, eine Stimme in Südafrika, war ich sofort damit einverstanden. Richtig, endlich waren wir nicht mehr die Stinktiere der Welt. Ich erinnere mich an die Straßen. Jeder war aufgeregt. Es wurde gesungen und gefeiert. Für alle, die was von Politik verstanden, bedeutete es Freiheit. Das war für die meisten die große Hoffnung, dass wir eines Tages die Freiheit bekommen, die wir wollen. Es war ungeheuer. Der Wechsel war für mich ziemlich hart. Die guten Tage waren vorbei. Wenn ich ehrlich bin, war die Zeit der Apartheid gut für mich, weil ich die richtigen Leute kannte. Ich war privilegiert. Ich kriegte, was andere Leute nicht kriegten, weil ich, wie ich denke, ein netter Mann war und ein guter Nationalist. Ich habe ihn durch gemeinsame Freunde kennengelernt, als er schon von Barbara geschieden war. Er hat mir sehr leid getan. Er war immer noch nicht über die Scheidung hinweggekommen. Ich habe ein altes Foto, wo ich mit 6 Jahren auf Christians Schoß sitze. Das war, als er sein Buch One Life geschrieben hatte. Meine Mutter hat es signieren lassen und mich dann auf seinem Schoß fotografiert. Wenn damals irgendjemand gesagt hätte, dass ich diesen Mann heiraten werde und 2 Kinder bekomme, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Er hatte großen Respekt vor Frauen. Nur hat er leider alle schönen Frauen geliebt. Er war wohl von der Jugend fasziniert. Er hat immer gesagt, Alter ist eine Krankheit. Er war wirklich besessen davon. Er hat es als Herausforderung begriffen, etwas zu finden, um jung zu bleiben. Heute habe ich ein Problem und möchte, dass Sie mir dabei helfen, darüber zu sprechen. Wie Sie sicher wissen, habe ich einige Erfahrung in der Behandlung von Herzproblemen. Und Sie haben sicher auch in der Zeitung gelesen, dass ich einige Erfahrung in der Anwendung von Kondomen und von Viagra habe. Deshalb bitte ich Sie, mir zu sagen, was Sie heute von mir hören möchten. Etwas über Sex oder über Herzbeschwerden? In Europa gab es einen Chris Barnard Wein, es gab Chris Barnard Käse, Chris Barnard Spaghetti und was weiß ich noch alles. Und natürlich alles gesund. Wer Chris Barnard Spaghetti isst, stirbt nie an einem Herzschlag. Er hat seinen Namen dafür hergegeben, weil ihn der finanzielle Aspekt begeistert hat. Geld war ihm sehr wichtig. Für Geld konnte man seine Seele kaufen. Nicht die ganze Seele, aber ein Teil davon. Die Scheidung war für uns beide traumatisch.
Auch weil sie so spät in seinem Leben kam. Wäre er 20 Jahre jünger gewesen, hätte es ihn sicher erheblich weniger ausgemacht. Aber so war es leider ein sehr, sehr trauriges Ende und es war sehr schwer für ihn. It was kind of that. Ich glaube, für jemanden, der so berühmt ist, wird das Leben plötzlich leer. Er hat verstanden, wie traurig eine Scheidung für ihn und für seine Kinder war. Ich glaube auch, dass er begriffen hat, was es damals für uns bedeutete, als wir jünger waren. Damals hatte er die Auswirkungen auf uns nicht wahrgenommen, aber gegen Ende seines Lebens ganz sicher. Er hat viel über Scheidung und zerbrochene Familien gesprochen. Ich habe jeden Tag mit ihm telefoniert und ihn gefragt, wie es ihm geht. Und er hat geantwortet, ich bin sehr allein. Ich habe gesagt, er soll sich doch eine Freundin suchen. Aber er war wirklich sehr niedergeschlagen und allein. Das war abends. Und am nächsten Morgen habe ich ihn wieder angerufen. Um 9 Uhr. Ich habe ihn gefragt, ob er wieder munterer ist. Er hat geantwortet, ich sitze am Pool, aber mir geht's nicht so gut. 3 Stunden später war er tot. Es gibt von David Cramer ein wunderbares Lied. So Long, Skip Scarp. Ich muss dabei immer an meinen Vater denken. So war das Ende seines Lebens. Ich übersetze es für Sie. Hier liegt ein Stück und da liegt ein Stück. Die Teile meines Lebens liegen überall herum. Das war das traurige Ende meines Vaters. Medical history has been made in South Africa. Newspapers everywhere carry banner headlines, and from medical men as far away as the Soviet Union, there is a claim for diplomatic breakthrough. Ich war damals der größte TV-Produzent in Südafrika. Eines Tages klopft jemand an meine Bürotür, ein Schwarzer, und fragt, ob ich Dirk de Villiers bin und ob ich eine Dokumentation über Chris Barnard plane. Ich sage ja, und da sagt er, wussten Sie, dass nicht Chris Barnard die erste Herztransplantation gemacht hat, sondern ein Schwarzer? Ich sage, wirklich? Wenn das stimmt, ist das die Story. Es war natürlich ein Schock zu erfahren, dass mein Vater bei der Herztransplantation dabei war, die damals die ganze Welt fasziniert hat. Ein Herz zu verpflanzen ist eine große Sache. Er hat nur gesagt, dass er Chris Barnard bei der Transplantation geholfen hat. Es war nicht seine Art, etwas an die große Glocke zu hängen. Er ist nie in die Details gegangen, was genau seine Aufgabe gewesen ist. Er hat es runtergespielt von wegen, das hätte jeder gekonnt, bis wir endlich begriffen, was los war. Weil ich an der Dokumentation über Chris Barnard gearbeitet habe, hat mich alles rund um die erste Transplantation fasziniert. Hamilton war damals dabei gewesen. Chris selbst hat mir vor der Kamera gesagt, dass Hamilton wahrscheinlich ein besserer Chirurg war als er selbst. Kein besserer Arzt, aber ein besserer Chirurg. Er war ein sehr fähiger junger Mann.
Ich habe ihm mehr und mehr zu tun gegeben. Und schließlich konnte er ein Herz verpflanzen. Manchmal besser als die Assistenzärzte, die zu uns kamen. Er ist dann von mir weg in das Labor gegangen, wo sie Lebertransplantationen machen. Das ist wirklich eine extrem komplizierte Operation. Aber das hat er auch gelernt. Er kann heute Herz- und Lebertransplantation. Ich kann das nicht, er schon. Ich wollte nicht, dass irgendjemand Chris in Verruf bringt. Ich bin zu Hamilton gegangen, um das zu überprüfen. Und so habe ich erfahren, dass er nicht mehr arbeitete und von einer Rente als Gärtner lebte. Mir kam es unfair vor, dass Hamilton nicht die Anerkennung erhielt, die er verdiente. Deshalb habe ich die Zeitungen aktiviert und wir haben Hamilton bekannt gemacht. Ich erinnere mich nicht, ob er da war. Vielleicht, aber ich glaube es nicht. Er hatte ja gar kein Telefon. Er wohnte in einem Quartier, wo es kein Telefon gab. Man hätte ihn also gar nicht dazu rufen können. Gerade er musste doch wissen, dass es unmöglich war, dass er im Operationssaal dabei war. Bei der damaligen politischen Lage. Halten wir uns die Weltanschauung von Ärzten im Allgemeinen vor Augen. Da war kein einziger Rassist darunter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Problem war, wenn Hamilton dabei war. Er leistete ja einen wichtigen Beitrag. Man hätte jede Kritik widerlegen können. Schließlich beherrschte er sein Fach. Haben Sie persönlich das erste Spenderherz herausgeholt? Ja. Was genau haben Sie getan? Ich habe es rausgeholt. Ich habe sie unterrichtet. Ich habe in Ihrem Namen gearbeitet. Ich habe sie unterrichtet, mir hat keiner was beigebracht. Und bei der ersten Herztransplantation? Was haben Sie da gemacht? Ich habe das Spenderherz rausgeholt. Ich habe ihnen geholfen, es rüberzubringen. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Haben Sie es selbst gemacht oder haben Sie anderen dabei geholfen? Ich habe es rausgeholt, weil ich es Ihnen gezeigt habe, verstehen Sie? Nur wegen der Gesetze dieses Landes hatte ich nicht die Erlaubnis, es selbst zu tun. Tatsache ist, die beiden kannten sich und haben zusammengearbeitet. Das ist eine Realität. Was immer einer sagt, das Ergebnis war eine erfolgreiche Herzverpflanzung. Diese Urkunde hat er vom Präsidenten bekommen. Wir waren sehr glücklich und er war sehr aufgeregt, als er dahin gehen sollte. Er hat gesagt, seine Gebete seien erhört worden.
Es hat ihn schon lange geärgert, dass er keine Anerkennung bekommen hat für das, was er gemacht hat. Dass sie jemand anderes bekommen hat. Das hat er selbst gesagt. Er sagte, seine Gebete seien erhört worden, dass sein Beitrag von der neuen Regierung anerkannt wird. Der Orden von Mapunguwe in Bronze wird Hamilton Naki verliehen. Für seine Überwindung der Einschränkungen durch eine begrenzte Bildung. Und für seinen außergewöhnlichen Beitrag zur Weiterentwicklung der Narkose und der Organverpflanzung. Wir haben die ganze Zeremonie im Fernsehen verfolgt. Und als endlich sein Name genannt wurde und er aufstand, waren wir so stolz und wären am liebsten selber dabei gewesen. Was er erreicht hat, war doch beachtlich. Er war sehr bescheiden und niemals arrogant, was er sehr leicht hätte sein können. Er hat einfach jeden Tag, den er zur Arbeit kam, versucht, die bestmögliche Leistung zu bringen. Das war bewundernswert. Solche Leute gibt es nicht viele. Es wäre viel besser für ihn gewesen, wenn es Jahre früher geschehen wäre, als er noch jung und kräftiger war. Er ist jedes Mal müde und erschöpft nach Hause gekommen. Er konnte es nicht mehr richtig genießen, als es endlich geschah. Da war er alt und krank. Als mein Vater gestorben ist, war ich traurig und wütend zugleich. In der Medizin hat er so viel erreicht. Aber in seiner Familie blieb noch so viel zu erledigen. Mir fehlt sein Wissen um unsere Traditionen. Was ich sagen will, was ich sagen wollte, ich war wirklich sehr traurig. Wenn wir doch nur mehr Zeit gehabt hätten. Zeit, über alles zu reden. Team?
Was wisst ihr über Mr. Naki? Man erzählt, dass es zu seiner Zeit noch keine Schulen gab. Und auch wenn unsere Schule sehr bescheiden ist, so ist es doch eine Schule. Man sagt, dass Naki als Arzt in Kapstadt gearbeitet hat. Auch ihr könnt eines Tages in Kapstadt arbeiten. Zum Beispiel als Architekt. Ihr könnt wie Uta Tanaki werden. Dann würden die Leute fragen, wo kommt denn dieses Kind her? Es kommt aus einem Kaff. Das ist es aber nicht, denn es hat Leute wie Mr. Naki hervorgebracht. Warum sollte euch das nicht auch gelingen?